5 Fehler in Palworld, die dich sofort besser machen, wenn du sie vermeidest. Direkt zu Spielbeginn, und zwar schon mit eurem ersten Level-Up, und das dauert nicht lange, werdet ihr mit den Statuspunkten eures Charakters konfrontiert. Hier könnt ihr wählen zwischen LP, also HP, ne, Lebenspunkte, Ausdauer, Angriff, Verteidigung, Arbeitstempo und Gewicht. Vielleicht erstmal direkt zu Anfang ganz wichtig, die Dinger könnt ihr nicht so einfach zurücksetzen im Laufe des Spiels. Zwar gibt es später im Spiel die Möglichkeit, mit Hilfe eines Trankes, der aber super kompliziert ist herzustellen, die Punkte wieder zurückzusetzen. Bis ihr dahin kommt, dauert es aber eine ganze Weile. Und wenn ihr euch am Anfang verskillt, na dann wird das Ganze unnötig schwierig in dem Spiel. Deswegen beschränkt euch auf drei Kernkompetenzen eures Charakters, nämlich die LP, also das Leben, der Lebensbalken eures Charakters, der sich mit jedem Punkt, den ihr da hinzufügt, um 100 HP erhöht. Auf die Ausdauer dürft ihr euch auch konzentrieren und das Gewicht ist auch mega interessant, damit ihr mehr im Inventar tragen könnt. Was ihr auf gar keinen Fall in meinen Augen machen solltet, ist eure persönliche Angriffsstärke des Charakters mithilfe der Statuspunkte zu verbessern. Denn im Laufe des Spiels werdet ihr eh nur noch eure Pals für Angriffe einsetzen. Die sind nämlich mit ihren Attacken ohnehin viel stärker als ihr. Weiterhin ist es so, dass wenn ihr wieder einen Statuspunkt habt, den ihr vergeben könnt, ihr hier bei Angriff nur 2 HP mehr Schaden dementsprechend hinzufügen könnt, während ihr bei HP, also Leben, 100 hinzugewinnen könnt. Ihr merkt, das ergibt also so gar keinen Sinn, Angriff zu skillen. Übrigens, auch hier vom Arbeitstempo würde ich ab jetzt die Finger von lassen, weil wer arbeitet denn später für euch? Richtig, eure Pals, und die können das auch wieder viel besser. Also, nochmal, forciert euch auf HP, Ausdauer und Gewicht. Mein Fehler Nummer 1, aus dem ihr jetzt lernen könnt. Fehler Nummer 2, ihr wählt eure Pals im Kampf nur zufällig aus. Jedes Pal in Palworld gehört nämlich einer bestimmten Kategorie an, manche sogar auch mehreren, und diese Kategorien, sogenannte Elementartypen, sind unterschiedlich stark gegeneinander. Habt ihr beispielsweise ein Pal, das ein elektronisches Pal ist, dann ist dieses besonders stark gegen Wasserpal. Ein Wasserperl ist besonders stark gegen Feuerperl, denn das löscht das einfach aus. Feuerperls setzen Grasperls in Brand und sind deswegen besonders stark. Grasperls sind besonders stark gegen Erdperls. Feuerperls können sich auch gegen Fireperls besonders gut durchsetzen und Eisperls sind besonders stark gegen Flugperls bzw. Drachenperls, die wiederum besonders stark gegen die Kategorie, den Elementartyp Schatten aussehen, und Schattenperls sind besonders stark gegen neutrale Perls. Neutrale Perls können eigentlich gar nichts und sind stark gegen nichts. Achtet also beim nächsten Kampf darauf, welchem Elementartypen, welcher Kategorie euer gegnerisches Pal angehört, und sucht euer eigenes Pal daraufhin weise nach dieser Elementartypenübersicht aus. Das muss dann eben auch nicht immer das am höchsten und beste gelevelte Pal eures Teams sein. Bei Fehler Nummer 3 dreht es sich vor allem um den Spielbeginn, und Fehler Nummer 3 lautet, ihr fangt jedes Pal nur einmal und deswegen levelt ihr langsam. Jetzt fragt ihr euch natürlich völlig zu Recht, sollte ich denn nicht jedes Pal mindestens einmal fangen? Ist doch cool, wenn ich irgendwann alle habe. Ich sage doch, doch, mindestens einmal, denn für jedes zusätzliche in der Anzahl zwischen 1 und 10 am Anfang des Spiels erhaltet ihr Bonus-EP. Erhaltet ihr das ganze Spiel über Bonus-EP, und das lohnt sich aber besonders zu Beginn des Spiels, wenn ihr euren Charakter schnell leveln wollt, um neue Technologien und Dinge freizuschalten. Ich habe jetzt hier, glaube ich, mein 9. oder 10. Chikipi schon, was ich angegriffen habe, und da werden wir jetzt sehen, hier rechts am Rand, dass es dafür entsprechende Bonus-EP gibt. Das war 10 von 10. Ich bekomme 92 Abschlussbonus, Bonus-EP. Das wird von Mal zu Mal mehr. Also, macht doch quasi so eine Challenge draus. Wenn ihr ein Pal gefangen habt, versucht das gleiche Pal zu Spielbeginn noch 9-mal zu fangen, um Bonus-EP abzusahnen. Fehler Nummer 4. Bei Spielbeginn keinen Glider bauen. Dieses Ding verändert nämlich euer Spielerlebnis komplett. Ihr werdet euch so viel schneller über die Map bewegen und das Ganze hat noch mehr Vorteile. Das Tolle ist, ihr könnt den Glider schon ab Level 5 hier im Technologiebaum freischalten und für nur 10 Holz und 2 Stoff zusammenbauen. Das Ding ist also echt nicht teuer. Ich dachte mir erst, brauchst du nicht, schaust du dir später an. Das Ding ist definitiv Gold wert. Denn zum einen könnt ihr euch viel, viel schneller über die Map bewegen, indem ihr einfach von Klippen runtergleitet oder dementsprechend über irgendwelche Gräben mal hinweggleitet. Das Ganze geht also wesentlich schneller vorwärts. Im Zweifel schützt euch das Ding vor Fallschaden, indem ihr kurz vor der Landung den Glider zieht. Ihr seid auf Abwärtswegen mit dem Slide and Glide einfach viel schneller unterwegs, als wenn ihr laufen würdet.
Und mit ein bisschen Übung könnt ihr auch Attacken von Gegnern dodgen. Kurzum, baut euch das Ding bitte sobald es geht, übt das Movement damit und spart einfach zum Beispiel super viel Zeit beim Bewegen über die Karte. Last but not least, Fehler Nummer 5, und zwar konsequent immer schlafen legen und die Nacht überspringen. Die Nacht in Palworld ist nämlich nicht einfach nur eine nervige Variante ohne Licht, in der man weniger sieht. Nein, nachts könnt ihr beispielsweise andere seltene Pearls finden. Zu Spielbeginn findet ihr beispielsweise diese Pearls hier, Daydreams, nur bei Nacht. Auch dem Tombat beispielsweise werdet ihr nur nachts über den Weg laufen. Darüber hinaus könnt ihr in der Dunkelheit schon auf sehr weite Entfernungen solche Geheimnisse wie beispielsweise diesen Baum dort drüben oder aber auch die Liv-Monk-Statuen hier finden. Die lassen sich nachts also viel, viel besser looten, also da immer Augen auflassen. Das ist definitiv ein weiterer Vorteil der Nacht. Was waren eure Fehler, die ihr gerne beim Spielstart vermieden hättet? Beziehungsweise was sind eure Tipps, die ihr gerne bei Spielstart gewusst hättet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst mir natürlich auch super gerne ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat, für mehr Palworld-Content auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen, ciao, euer Heinz.